Jo, dann mal guten Morgen, willkommen zu Pixelos bei dem Magic. Ich habe da noch einen Spielstand, den will ich jetzt endlich mal beenden und dann würde ich sagen, das Projekt ist dann abgeschlossen, weil die ganzen davor freischalten. Das dauert noch ewig. Ich habe keine Ahnung, wie das Spiel, also ich weiß noch, wie das Spiel funktioniert. Was benutzen wir denn? 1 bis 2. Ich weiß natürlich nicht mehr, was effektiv und was ineffektiv ist. Aber ich möchte das jetzt noch beenden, habe ich mir gedacht. Und den Rest, ja, ich weiß nicht, das ist halt... Ich glaube, die ganzen Archivements frei zu spielen, das... Also vielleicht spiele ich mal ein, zwei Archivements in meiner Freizeit frei. Aber... Pace? Was? Aber... Nee, ich glaube, das ist auch nicht so spannend. Ich weiß nicht, vielleicht will das unbedingt jemand sehen, ich glaube nicht. Aber die Runde beende ich jetzt noch nicht im Stream, einfach mal so, weil ich gesehen habe und können die Viecher mal sterben? Die hatten Feuer, irgendwie hat sie ziemlich alles, die Hälfte aller Sachen haben Feuer als Schwäche. Godfrey ist dumm. Ich habe auch den Bogen, ne? Vielleicht macht der ja mehr Schaden, das sieht schon besser aus. Ist hier im Tode nahe, danke für nix. Danke für nix. So, jetzt habe ich irgendwie die Angewohnheit, ständig auf mein Tablet zu gucken. Dabei habe ich jetzt gar kein Tablet da. Kranker Scheiß. Egal, was war das für Schwierigkeitsstufe? Ich glaube die niedrigste. Ich bin mir nicht ganz sicher, kannst du nicht. Also, weil das nur auf 2 und 3 geht, stimmt. Da ist die Mumie vergiftet. Töte es endlich. Das löst auch noch alle Probleme. Jawohl, und tschüss, viel besser. Heilt ganz schön viel und ist verflucht. Danke. Können wir jetzt einfach... Nein. Egal. Zum Glück gibt es hier keinen Mana. Wo hast du das gelernt? Stand in so einem Buch. Ich habe einfach dieses Buch aufgeschlagen und auch noch läuft was. Ja. Nicht, dass ich außerdem den Stream aufgemacht habe. Also, du, warum bist du? Er kommt bald mal alles auf Decks. Ich habe natürlich keine Ahnung mehr, was. Hauptsache gegen Verwirrung erstmal immun. 40 Magier. Ich habe keinen Magier dabei. Was wollte ich da überhaupt für eine Quest machen? Für eine. Archiv, wenn ich meine, ich habe das schon. Ich habe sogar schon das Gott-Archiv, wenn du meinst. Warum auch nicht? Einfach mal das Beste von allem machen. Das war. Ich glaube, das habe ich ja. Ich hatte es durch Schwierigkeitsgrad einmal geschafft und dann, als ich ihn geschafft habe, direkt. Ach, stimmt, der ist jetzt verflucht, ne? Habe ich direkt das Archiv mitgemacht, stimmt. Ja, erstmal den Heiler hier töten. Damit er nicht mehr heilt, das ist halt immer... Ich weiß auch nicht, warum das Ding mich segnet. Segen ja was Schlimmes? Vielleicht segnet es mich auch mit einer Säge. Ich bin schon ruhig. Aber das hier sollte hoffentlich nicht lang dauern. Ich habe so ein... Oh. Na, dem Tode nahe. Das sieht doch schon mal gut aus. Das Schild sollte doch... Das Schild ist nicht... das Schild. Das Schild sollte den Gegner beeindrucken. Ich meine, der Gegner ist unbeeindruckt vom Schild. So, hier rum. So, einmal. Das heilt doch ganz gut. Ah, setzt Schutz ein, ja geil. Das heißt, ich mache jetzt wieder gar keinen Schaden mehr an dem Vieh. Naja, geht noch. Ah, scheiße, jetzt kann ich den Bogen nicht mehr benutzen. Das ist ja die Ult... No, 2.
Danke fürs Gespräch. So, ohne Magier ist schon scheiße. Ohne Magier ist schon kacke hier. Wenn das nicht im Stream kommt, wird es halt keiner sehen. Ha, naja, man muss es positiv sehen. Erlösung. Jetzt tötet nochmal. Das wird viel besser als Erlösung 2. Wie sieht's denn aus? Hey, ist weich. Wie wenn er auch mal sterben würde. Jetzt machst du ihn. Jetzt mal wenigstens ein bisschen Schaden. Und er stirbt halt einfach nicht. Ist der Wahnsinn. Es ist einfach der Wahnsinn. Danke. Jetzt kann ich alles jetzt anfangen. Warte mal. Zwei Schwäche, aber erzeugt höhere Wahrscheinlichkeit das da. Das ist so ein Mantel. Der kein Mensch mehr braucht. Ah, Moment, ich muss das Ding vernichten. Ne? Das macht sonst so unangenehmes Zeug. Das wollen wir nicht. Was macht das Portal überhaupt? Ah, fick dich. Gut, ich glaube, das endet jetzt sehr schnell. Wow, danke. Danke, das habe ich mir gewünscht, dass du mit einem Schuss vor allem auch noch ihn tötest. Bogen macht echt derbe Schaden. Aber vielleicht schaffe ich es noch. Ich habe immerhin noch meinen Assassinen mit Bogen. Problem ist, damit kann der halt nicht auf die erste Position schießen. Was hat er noch für Skills? Keine, die gerade nützlich sind. Ich sehe schon. Ist das so? Viel Schaden, damit habe ich keinen Schaden gemacht, ne? Eins. Eins, Junge. Wieso kann ich denn das Opfer hier vergiften? Geht doch sonst nicht. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Danke, tschüss. Halt, erst nach unten scrollen, dann sehen wir auch besser, was wir hier haben. Ich bin der Einzige, der nicht... Beide ist auch nicht so weit geholfen, weil ich mache mal weiter so. Braucht er Stärke? Ich hoffe nicht. Nee. Noch nur wenig Glauben. So, ein Haufen Bücher, die ich glaube ich alle nicht gebrauchen kann, obwohl. Nee, nicht so wirklich. Nee, die Mützen sind eh für den Arsch. Nope, mal so. Ja, dann mal weg. Weg, weg. Wenn es nichts kann, kommt's weg. Oh nee, das Ding ist ganz vorne. Ah, der Bogen haut rein. Der Bogen hat reingehauen.
In dem Moment, nee, Quest muss ich gucken. Na, ich bin schon recht weit. Oder? Ich weiß gar nicht, was ich hier machen wollte. Den Tod besiegen. Kann ich mir jetzt vergessen, weil ich nur zwei Kämpfer habe, wenn ich selbst, wenn ich ihm begegnen würde. Was segnet mich das denn immer? Was macht Segen überhaupt? Segnet, hat mir Schaden und Heilung aus. Ah, okay. Der wirft mir die Prügeln aus. Verflucht, das ist nicht so gut. Der Bogen macht echt Schaden, der Wahnsinn. So, triffst du überhaupt noch? Ja. Also, zumindest dieses Mal. Bin mir gar nicht sicher, kurz einen Zauber daneben gehen. Und ich kann eh nicht viel machen, außer angreifen und heilen. Angreifen, angreifen geht nicht mehr. Mein... Also irgendein Idiot mit einer Hupe. Man sollte Menschen keine Hupe in der Hand geben. Die benutzen sie einfach und das ist halt nicht gut. So, weg mit dir vielleicht. Macht das Schaden. Oh Gott, und jetzt kann ich vergiftet werden. Ach, du willst mir doch rollen hier. Fail, ah, danke. Wie viel Schaden macht das denn? Danke fürs Gespräch, Spiel. War die Rauchbombe besser? Trifft aber trotz Verwirrung noch. Och was? Danke für die Verwirrung, Spiel. Danke. Ah ne, jetzt bin ich nur verflucht und... Oh, komm schon, ich hasse es. Ja, ich glaube, ich werde das nicht zu Ende spielen. Also die Runde... nicht... Was heißt nicht zu Ende? Ich werde sie natürlich zu Ende spielen. Ich werde es halt nur nicht... lebendig schaffen. Schön, das Spiel hat auch keinen Bock mehr. Ist das Ding wieder bereit? Vielleicht kann ich es nochmal verwehren, man tötet sich selbst. Das wäre schön. Und toll, das kann auch nicht betäubt werden. Natürlich nicht. Warum sollte man auch betäubt werden? Hm. 10 ist halt auch kein Argument, ne? Ach, oh, es ist ein Gegner. Schon hart, wie so einer sein kann. 15, hey. Ich verliere jetzt an diesen einen Gegner, oder was? Wenn mein... Oh, du heilst den jetzt besser, sonst ist es vorbei. Ah, es ist vorbei. Es sei denn, du tötest das jetzt. Junge. Viel zu knapp. Viel zu knapp schon wieder. Ja, da habe ich schon Immunität gegen. Das ist Müll, das ist auch Müll. Warum haben wir den ganzen Müll hier weg? Mal gespannt, ob das noch was wird. Moment, das ist vielleicht. Müll. Das ist vielleicht Müll. So, was hat hier geheilt?
Egal, ich habe es überlebt. Das Problem ist, ich hätte trotzdem gerne wieder alle drei, aber... Opfer ist klug. Das ist ein Opfer. Tschüss hier. Was soll denn der Unsinn hier die ganze Zeit? Sollte meinen, das ist kein Problem, wenn man jede zwei Runden eh heilen muss, aber tatsächlich unversehrt. Ich habe gerade 85 Schaden gemacht, das hat mich ein bisschen beeindruckt, hallo? Hallo? Schieß nochmal rein. Es fehlt so ein Wiederbeleben irgendwas so unterwegs. Das wäre toll. Gott, ich muss auch den Boss noch töten. Boss töten. Ich glaube, das ist Achievement alle Menschen, nur Menschengruppe oder sowas. Ich weiß gar nicht. Jetzt kann ich nicht mehr aus der Entfernung angreifen. Ich weiß gar nicht mehr, was das ein Ding ist. Aber hey, wir beenden das jetzt noch schnell, damit das mal weg ist. Für den Fall, dass... Naja, weil das hat die Festplatte nicht mitgenommen. Entweder wird das nicht auf der... Wer weiß, wo das gespeichert wird. Cloud? Möglicherweise. Ich habe den Safe auf jeden Fall noch. Und bevor noch irgendwas passiert und der Safe weg ist, dachte ich mir, hey. Lass mal beenden, die Scheiße. Lass einfach mal beenden. Interessiert ihr eh keinen. Ah, hab ich schon. Ach, natürlich habe ich kein Glück. Ich muss noch mehr Gegner töten. Das heißt denn hier unversehrt? Kannst du nicht einfach hier alles wegkritten? Komm. Einfach einmal treffen und einfach alle töten. Passt doch. Aber wenigstens habe ich den Bogen. Das ist das Einzige, was hier wirklich Schaden macht. Oh, danke. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Genau so. Was war das wieder? Rasend. Stehe. Gut, alle Frage, ist das gut oder nicht? Bei dieser fällt voll. Also Sachen, die irgendwie deinen Schaden verdoppeln, aber deine Abwehr halbieren oder sowas. War ich nie so der Freund von, muss ich sagen. Ich weiß nicht, gut, hängt vielleicht auch vom Spiellauf an. Hängt vielleicht auch ein bisschen vom Spiel ab. Oh. Dann kann dieses Projekt auch, glaube ich, endgültig als beendet zählen. Ich meine, kein Mensch erinnert sich daran noch. Also generell an keinen meiner Projekte, aber hey. Aus Prinzip, ne? Aus Prinzip wollen wir das mal beenden. Ja, willst du bitte sterben? Nicht so auf den letzten Drücker noch herumeiern. Und tschüss. Ich weiß ja nicht, ist alles nur Müll. Wie Diablo, bekommst nichts Vernünftiges, oh Gott. Was kann der? Wenn die Erde selbst, ja, ja. Wenn ihr wimpeltet, wieder eins mit der Erde, wenn ich euch zerschmettere. Ach, Bogen geht, okay. Bogen sagt 30. Und er heilt sie um 24. Wow. Oh, 74. Das ist schon
akzeptiere schon eher. Kann man den Boss vielleicht? Ich weiß nicht. Geht das? Nein, kann man nicht. Okay. Wir stellen fest, es geht nicht. Der ist dumm gelaufen. Oh Gott, der kann mich verwirren. Das macht auch einen Schaden. Sehr gut. Ich bin ideal ausgestattet gegen diesen Boss. Creed kann verwirrt werden. Ah, Junge. Oh, Junge. Ich bin so gut wie am Ende. Oder? Naja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was für ein Archiv man die freischalten wollte, aber das wird nichts. So, einmal hoch hier. Und dann schieß mal weg hier. Das ist ja richtig großartig. Heilen. Ich muss einfach noch mehr heilen als er. Toll, der heilt sich ja auch. Weil er noch klug und so, dann macht er mehr Schaden, ne? Warte mal. Klug steigert. Nee, magische Abwehr steigert es einfach nur. Okay. Dann ist ja alles in Ordnung. Solange Creed nicht verwerten kann, ist alles in Ordnung. Beziehungsweise solange Creed nicht einen von beiden tötet von meinen, ist alles in Ordnung. Ist alles in bester Ordnung. Alles in Ordnung. Ja, das ist irrelevant. Betäuben kannst du hier gar keinen. So, wirst du bitte sterben? Oh nein. Oh. Jetzt nicht sterben, bitte. Einmal in Dicke. Passt schon, so. Alles bestens wieder. Seht ihr, geht auch alles easy. Ich muss jetzt noch unglaublich viel Schaden machen und... Ich soll keine Infos über Bosse. Ich soll den Skill dafür geben. Ich prangere das an, dass ich keine Infos über Bosse bekomme. Nun liegen wir nicht. Okay, solange Creed nicht verwirrt und Creed dann Paul tötet, ist alles in Ordnung. Wieso steht das Spiel? Wieso steht denn das Spiel manchmal? Ist auf der neuen Platte installiert. Das sollte nicht stehen. Ist die neue Platte schon kaputt? Ach, kaum gekauft, schon wieder alles kaputt. Schenk mir mal 20 neue. Ich möchte mir ein Bett aus Festplatten bauen. Aber bitte nur aus mindestens 4 Terabyte Platten. Alles andere ist nämlich für den Arsch. Sagen wir 10. Ein Bett aus 10 Terabyte Platten. Das wüsste ich wirklich gerne, wie das ist, wenn man auf so ein Bett aus Festplatten schläft. Ich meine, klar, ziemlich hart. Man müsste wahrscheinlich so ein bisschen zusammenkleben, damit die nicht wegrutschen, während man drauf schläft. Ja, ist hier das Problem? Ich hab's noch geschafft. Wow. Ja, easy, sag ich doch. Habt ihr überhaupt keinen Zweifel an mir gehabt? Überhaupt keinen Zweifel. Hab ich gerade hier wieder einen Haufen Müll bekommen? Terrorstab 1 bis 2. Nee. Nein, Mülls. Ich habe Müll bekommen. Geil. Ja, easy. Da ist ein Hund. Straßenansitzen, wuff. Streichel das Tier. Was? Danke hören. Ja, geil.
einfach mal Hunde streicheln. Jetzt hat er hier keine Beine, wird überrascht. Die noch mehr Erfahrungspunkte. So, jetzt den Typen wieder beheilen und dann den Tod vielleicht begegnen. Ah, Ameisenhügel, ja. Oh oh. Ich wollte doch nur die Ameisen alle töten. Insekten sind Blasphemie. Naja, gut. Hab schon Verrückteres gehört. Passt schon alles. Ihr könnt nicht mal was. Ich wollte doch nur die Ameisen. Ist das na gut, auch heißes Wasser ist? Wie heiß ist denn das Wasser? Vermutlich kochend, ne? Erlösen wir uns von unserem Leiden? Also, das geht nicht. Wieso kann ich mit einer Armbrust den töten, aber nicht mit einem Bogen? Also, ich bin mir ziemlich sicher, man kann auch mit einem Bogen, der für hohe Reichweite gedacht ist, auf kurze Reichweite schießen. Ist vielleicht nicht so klug, aber kann man machen. Oder so effizient, weil das Ding ja doch eher für weite Reichweite ist. Naja. Wer bin ich schon? Massenvernichtungswitz. Oh Gott. Ich sei zurück. Warte, dieses permanente Rollen gibt es mir. Ich weiß, wie das erste Wort aussieht, ohne seine Bedeutung zu kennen. Das ist die einzige Möglichkeit, bei verstanden zu bleiben. Ja, ist der Witz des Todes. Vielen Dank, meine Freunde. Ihr habt mein Leben wieder träglich gemacht. Chester, hat er noch was zu sagen? Wunderbarer Tag. Das soll ich wohl wieder aus meinem Mund kommen. Schätze, ich habe noch einen Blick auf das Leben gewonnen. So viele Menschen haben mir geholfen, mein Leben weniger schlimm gemacht. Ich dachte nicht, dass es für mich noch Gründe gäbe, am Leben zu bleiben. Güte der Lebenden bewies mir, dass der Tod für mich noch keine Lösung ist. Ich habe wieder einen Platz in der Welt und die Liebe. Hey, hört ihr mir zu? Warum bricht sie eure Freundin in den Rinnstein? Was? Meine Geschichte ist zu schnulzig. Könnt mich mal, ich bin nicht wieder glücklich. Das ist mir nicht neben, haut ab. Ach, das Leben stinkt. Kann er sich mal entscheiden? Wir wurden gesehen. Ja, auch irgendwie merkwürdig, nicht? Ich meine. Zum Glück ist Geld in dem Spiel nie ein Problem. Hey, Tod, bleib mal da, ich muss dich noch töten. Vielleicht schaffe ich das in dem Land noch? Nee, glaube auch nicht. Ich glaube nicht. Und verkaufe den ganzen Scheiß mal. Kann man Tränke auch verkaufen? Nee. Kann sie nur kaufen, ich verstehe. Nur kaufen. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, ob irgendwas... Naja, egal. Tschüss. Alles muss weg. Ganze Müll hier. Was hat er noch so im Angebot? 9. Also Versuch ursacht halt kein Dingenskirch, ne? Also kein Feuer. So, was haben wir noch in der Bibliothek? Ich bräuchte noch ein besseres Heilbuch. Wie sieht's denn da aus, Oma? Einkaufen. Beendet aber nicht alle Statuseffekte. Also für den Arsch. Also für den Arsch. Hinten Kameraden sucht ihr noch eine Quest. Vielleicht später. Wie weit bin ich denn bei der Kleinen da? Ist irgendwie noch relevant?
Hüchen, es sieht freundlich aus. Können wir etwas fragen? Ich sammle nämlich Bücher, ja. Und ich habe gehört, dass Abenteurer wie ihr das die Tagebücher oder so schreiben. Wenn ihr solche Tagebücher oder Reisen findet, bringt sie zu mir. Ich will immer alles über die Welt da draußen fahren. Ja, klar. Toll, dankeschön. Lese ganz schnell. Ich brauche jetzt immer etwas Neues zu lesen. Kommt bald wieder. Ja, dann auf. Los geht's. Los geht's. Oh, perfekt. Fünfstunden stehen, kurz gerne unterhalten wir euch. Du warst gerade beschäftigt. Ich warte auf einen anderen Gefühl, wenn jede Minute vorbeikommen sollte. Ich schreie nicht. Ich spreche nur in Großbuchstaben. Ich habe den Tod höchstpersönlich an. Ich denke, ich habe gerade einen schweren Fehler begangen. Ich verspreche euch, die Sache ist kurz. Ja, ich fürchte auch, dass das ein Fehler war, aber hey. Elfen. Töt! Und ich mach. Oh Gott, ich bin so tot. Ich bin einfach mal so tot. Moment, wieso töte ich denn die, Idiot? Ich muss doch den Tod, der hat diese fetten Attacken. Oh Gott. Okay, das ist. Okay. Ich sehe das Problem an diesem Achievement. Wie sollen wir denn den töten, Junge? Okay. Das war der leichteste Schwierigkeitsgrad, ne? Okay. What? Haben wir das letzte Mal gespielt? Oh, November 2019. Ja, gut. Okay. Ist das doch ein Erfolg, oder? Wieder ist der Quest ab. Oh, nee, Moment, da. Leider Boss. Na, das wollte ich, glaube ich, machen. Blauen Mädels, ja, das habe ich alles schon. Heilige Füße. Alle Heldenklassen frei. Die Heldenklasse ab. Okay. Ich habe gehofft, dass das vielleicht so ein bisschen länger dauert. Bisschen. Ja, okay. 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 Nun. Offensichtlich nicht. Nun. Das war's dann mit Pixelios Battle Magic. Wollte dann halt einfach noch beenden, ich weiß nicht, das wird eh keinen interessieren, aber ich beende halt Projekte gerne. Das war echt unangenehm jetzt. Ich hätte nie gedacht, dass es so stark ist, also er hat mir auch weggemäht. Uff. Egal, das war's mit Pixelios Battle Magic und ich sage auf Wiedersehen, bis zum nächsten Let's Play. Tschüss.